Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Hier haben wir mal ein Päckchen, und zwar Castaway von Dego, die Nummer 40566 mit 239 Teilen. Ich weiß, ihr könnt alle nicht lesen, deswegen lese ich es euch vor. Das ist ein Giveaway, ne? Oder sowas? GWP, ja. Ein GWP, ne? Für Leute, die nicht wissen, was es ist, Giveaway Parcel Part oder so. Es gibt keine Bauanleitung bei Lego dafür. Er geguckt hat. Ja. Wenn er nichts findet und ihr findet, ihr ihm sagen. Ja, einfach unten reinschreiben, macht die Glotze auf oder so. Ja. Gut. Das haben wir zugeschickt bekommen von unserer Nervensäge. Jawohl. Ja. Danke, Thomas. Ja, jetzt siehst du endlich, dass es aufgebaut wird. Wollten wir eigentlich im Livestream schon aufbauen, aber ja, wir waren mit Abbauen so beschäftigt. Mit Abbauen? Und wir lachen. Waren mit Zugucken und Lachen so beschäftigt. Es, ja, das war, ich glaube, das war der beste Livestream, den wir überhaupt hingelegt haben, oder? Bisher ja. Kann noch besser werden. Okay. Ja, das Ding soll einen Preis haben von 19,99 €. Gibt es exklusiv nur bei Lego? Falsch. Es gibt das auch bei eBay. Allerdings für Preise, da legt ihr die Ohren an. Ja, ja, das braucht kein Mensch. Deswegen nochmal danke für die Zusendung. Ja, dann, wenn ich das nicht aufmache, können wir es nicht zusammenbauen, ne? Genau. Das gibt es sogar noch aktuell bei Lego. Das ist vom... Also jetzt Oktober, müsst ihr wissen, was er sagen will. Oktober bis Dezember als GWP eingetragen. Jetzt darf ich keinen Fehler machen, ne? Ja. Weil ich weiß nicht, schicken die Abmahnungen, wenn man das falsch ausschüttet? Immer noch nicht, ne? Immer noch nicht. Ja, das ist eine. Da könnt ihr mit Umsatz machen, wenn es falsch ausgeschüttet wird bei YouTube und dann Abmahnung schicken. Los, Leute! 500.000! Ja, wird aber nicht durchgehen. Scheißegal. Weil erst probieren steht alles. Nicht draußen, wie es ausgeschüttet werden muss. Ja, soll. Dann tun die das ja auch noch drauf, Bab. Oh Mann, hör auf. Ja, mit so einer ausklappbaren Rückseite. Ja, traue ich denen alles zu. Fünf. Was sagst du? Der ist wieder mal total unverständlich heute. Soll ich unterbrechen oder kriegst du dich? Ich krieg mich gerade wieder ein. Oh, hier. Fünf Tüten haben wir jetzt. Nein, hier. Ja, Moment. Mach das gefälligst richtig. Muss ich vorher aufschneiden? So wie das aussieht, ist es geschneidet. Ich schneide mal vorsichtshalber. Aber nur ganz vorne, ganz oben so ein bisschen. Gell? Ich zeige euch dann das Bild. So. Schaut hin, wie Clemmy das macht. So halten. Und dann ja. Geht auch nicht. Ja, also schon eine Panne drin. Hier, die möchten, dass ihr die Tüten so ausschüttet. Das wird immer seltsamer bei denen. Kleiner Tipp, hier steht was Schickes auf dem Karton. 18 plus. Ja, damit ihr gleich Bescheid wisst. Da muss man einem beibringen, wenn man eine Tüte ausschüttet. Ja, bei dem Alter. Weil, ne? Da scheint bei denen hier irgendwie eine voreingenommene Meinung zu sein, dass ab dem Alter die Intelligenz nachlässt. Naja, ausschütten vom Karton haben sie immerhin übersprungen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich liebe Lego. Nur die Preise nicht und wie die einen bevormunden mit ihren Zeichnungen und Hinweisen. Ja. Lego, die Kinder sind nicht schwachsinnig. Und die Erwachsenen genauso wenig. Genau. Naja, die gehen vielleicht aus, weil jemand Lego gekauft hat, dass man deswegen... Ich sag jetzt mal nichts. Nee, ich sag da nichts. Ich sag da überhaupt nichts.
So, jetzt nachdem wir hier nur eine Bauanleitung haben. Viel Spaß beim Bauen. Ach ja. Ja, dann will ich aber ordentlich die Sachen zugereicht bekommen. Er weiß nicht, um was es geht. Dann ja. Du siehst ja hier, wie Bäume zusammengebaut werden. Ja, finde ich lustig, so eine als Hersteller herzugehen und sagen, ja, wir haben Anleitung online. Nö, haben wir nicht. Was haben sie immer früher an den Türen gesagt? Du kommst hier nicht rein, ne? Und heute sagen sie hier bei denen hier, du kriegst keine Bauanleitung. Zumindest nicht von dem Set. Und dann alte Sets haben sie auch nicht mehr drin. Die haben das alles rausgenommen, ne? Ja, ganz alte Sets. Warum? Keine Ahnung. Zu wenig Platz auf dem Server oder was? Bei den GWPs scheinen sie der Meinung zu sein, dass das Gold ist. So, mal schauen hier. Das große Gerümpel mal raus hier. Hatten wir keine großen Kisten mehr? Dass wir hier mit den kleinen rumfummeln? Nee, die sind alle belegt durch irgendwelche Teile, die wir... Jetzt fang nicht wieder an. Wir haben überhaupt gar keine Teile. So, zwei Teile. Ihr müsst diese Palisadenteile, den 1x4er, einen 1x4er Plate oben drauflegen. Nee, komm. Er schreit wieder rum da drüben. Wieder mal in 1000 Dingern aufgeteilt. Das war ich, das lag nicht an den Steinen. Ach, mein Ohr. Ah, hier drin. Ach, Mann, Gott, sind die glatt oder habe ich glatte Finger heute? Ich weiß auch nicht. Ja, wenn die so oft springen, dann stimmt irgendwas nicht. Entweder mit mir oder die Steine sind glatt. Fühl sie mal die Steine hier, die kleinen. Die glatt ohne Ende. Stelle ich hier schon mal drauf. Kleminator in Action. Ja. Figur habe ich fertig. Oh, und schneller als ich das Boot gebaut bisher hat. So, wenn du die Ruhe erklemmst, werde ich noch mal ganz schnell was suchen. Er sucht was. Ui. Ja. Such, Klemmi, such. In einem Stück.
So. Dann schauen wir uns mal hier die Palmen an. Wo ist die Figur? Hier. Meine Platte wird wegräumen, nicht dass du verbaust. Ja, oder ich suche, wo ich das Ding eingebaut habe. Mein Gott, wo habe ich denn das Ding vergessen? Und dann gucke ich in der Teileliste nach. Ist ja gar nicht da. Jetzt mir nicht die ganzen Teile hier wegnehmen. Ja, Mister? Mache ich doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film Castaway zu Ende geguckt habe. Ich weiß, dass ich ihn angefangen habe zu schauen, aber... Ja, ist ja kein offizielles Lizenzprodukt davon, von daher ist nur... Steht hier drauf, hier, Ray Castaway. Ja, The Castaway, das heißt ja... Das nur was heißt das denn? Heißt ja einfach nur gestrandet. Ach komm. Fünf Sachen sagt ja. Sagen wir mal. Ach, da ist das Mist. Sonst würde nämlich was fehlen. Oh, was denn? Was für Wilson. Denn? Hä? Wilson. Wilson? Hm? Sein einziger Freund auf der Insel. Der Volleyball. Mr. Wilson. Gut. Alles klar. Alles klar, wenn du das sagst. Ist halt so. Ja, ist doch in Ordnung. Du musst mich jetzt hier nicht und so. Nö, ja, ich will nicht wissen, wer Wilson ist. Genauso wenig, wie ich wissen will, wer Harvey ist. Nicht, dass ich ihn dann plötzlich auch sehe. Wie albern. Mann, wie albern. Ja? Achso, Entschuldigung. Da muss noch so ein Ding drunter. So, jetzt kommen wir der Geschichte näher. Das kommt vom Lachen. Ja. Ach, Menno. So. Das ist meine Insel. Geil. Ist die groß. Hätte man ruhig eine vernünftige nehmen können. Menno. Ja. Witzbolde. Jetzt bekommt das alles Halt. Ja. Ich weiß ja auch nicht. So. Ja. Jetzt soll ich das jetzt... Habe ich aber was übersprungen? Nee. Soll ich das Ding hier zusammenbauen? Ach Mann.
Die haben schon Ideen. Ja. Was für Spaltmaße. Ja. Kriegst du auch nicht enger zusammen. Ja, vielleicht wird es nachher immer überbaut. Mit was denn? Wir sind bei 17 Minuten. Ja, dann, weil das ist eine längere Geschichte. So, das Teil ist fertiggestellt. Die Bauanleitung, klasse. Die Steine, normaler Standard aus Dänemark. Ja, was gibt's sonst? Ein sehr schönes Objekt. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das zu bauen. Der scheint schon länger da zu sein, wegen dem Bartwuchs. Ja. Das sind die Reste, Überbleibsel, Ersatzteile, wie auch immer man das schimpfen mag. Ja, dann würde ich sagen, also mir gefällt's. Sieht gut aus, ja. Sieht toll aus. Ließ sich sehr gut bauen. Ja, dann erklär mal. Genau. Mach mal den Erklärbär. Ich fange mal mit der Figur in dem Floß an. Och komm, direkt am Anfang. Jawohl. Ich brauche die Figur nämlich nicht wegnehmen. So, da haben wir die Figur mit dem wunderschönen Papagei. Welche Figur? Die Papagei oder die... Ich habe doch gesagt, mit dem wunderschönen Papagei. Ja, das hast du aber danach gesagt. Weil du mich nicht ausreden lässt. Ach komm, komm, komm. So. Vielleicht meint er ja auch die Tasse. Wunderschöne Bedruckung. Ich nehme jetzt mal den Papagei runter. Der arme Papagei. Ich nehme auch seine Tasse ab. So, da haben wir die Figur jetzt nochmal alleine. Die Beine sind dual molded. Super gemacht. Unter dem Bart, den er da aufhat, mit den Haaren, hat er noch ein 3-Tage-Bart versteckt. Sieht gut aus. Mit einer kleinen Schramme. Figur passt. Dann haben wir hier das U-Boot. Schön gebaute Floß. An der Leine.
damit es nicht wegschwimmt. Nicht wegfliegt. Ja, beim Orkan kann es auch mal wegfliegen. Und die geniale Insel. Ich finde sie richtig toll. Die sieht geil aus. Man kann sie sogar anfassen, es geht nichts ab. Ich stell dir mal vor, die hätten unten diese hellblauen Friend-Platten durch Trans-Clear Blue ersetzt. Ja, Trans-Blue. Trans-Blue. Das wäre der Hammer. Ja. Also, man sieht schon das Erste, wenn man drauf guckt, er hat was in den Boden reingeschrieben mit seinen Sachen, die er so rumfliegen hatte. Ein schönes SOS. Oh, hier mal eine Wasserschlange, da mal eine Wasserschlange. Ja. Es ist so viele Details da. Kleines Feuer mit einer Bratpfanne daneben. Die hat er sich aus einem Stück Metall selbst gedengelt. Ja, also derjenige, der das designt hat, der hat sich richtig Mühe gegeben. Ja. Also da gibt es auch Leute, die sich Mühe geben. Ich glaube, das kam sogar aus einem Ideaset raus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann hier die Stange mit dem gebratenen Fisch. Hier drüben hat er sich schon einen frischen wieder geangelt. Also verhungern wird er nicht. Die genial gebaute Hütte mit dem Blättern oben drauf. Wirklich schön gemacht. Die Palmen sehen genial aus. Auch gut gemacht. Mit diesen Blütenstängeln unten drunter. Das hält auch alles vernünftig. Warum sind da keine Kokosnüsse dran? Ja, da schon gegessen. Richtig. Und eine Schatzkiste unter seiner Hütte. Ja, das sind zwei so rote Dings. Juwelen drin. Richtig. Reicher Mann. Jawohl. Der hat aber keinen Bankautomaten da. Flugticket wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auch ein einfaches Schiff-Ticket würde dem schon reichen. Nee, ist ein geniales Set. Ich finde es toll. Ich finde es super. Fernglas hat hier oben auch mal sitzen. Kann in die Ferne schweifen. Ja. So, die Tasse. Legen wir mal einfach mal davor. Schmeißen ins Wasser. Ich tue sie raus. Los. Wenn er mal schnell weg muss, dann wird die gleiche Taste dabei. Genau. Zum Wasser schöpfen. Ein wirklich tolles kleines Set. Mir gefällt's. Ja. Das und für 20 Euro? Vom Preis her. Teile 259. Also 15 Euro. Ja, es wird ja nicht verkauft. Ja, ich meine, für 15 Euro wäre es super. Der symbolische Preis, ja. Ja. Für 15 Euro wäre es okay. Aber das, was die bei eBay haben wollen, Leute, lasst die Finger davon. Auf jeden Fall. Ja, es gibt keine Bauanleitung dafür, aber Leute, ihr habt einen Haufen Fantasie. Nehmt einfach, wir haben gestern hier im Livestream haben wir hier zurückgebaut. Und da waren viele Trans-Blue-Platten dabei. Eine da drunter geschmissen, das Ding da, hallo, Foto runtergezogen und nachgebaut. Wo ist das Problem? Ja, die Hütte habe ich auch nur anhand von Bildern nachgebaut. Den Rest kriegt man auch hin. Das muss ja nicht genauso aussehen. Eben. Eigene Fantasie. Richtig. Also, wenn es zu kaufen wäre für 15 Euro, würde es von mir eine 100%ige Kaufempfehlung geben. Wie gesagt, wenn es zu Filmvorlagen gehören würde, müsste jetzt was ins Bild rollen, was komplett weiß ist, aber wir haben es leider nicht in komplett weiß. Der Volleyball, der eigentlich fehlt. Ich habe leider nur einen Fußball. Schade. Okay. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dieser Insel haltet. Von dem The Castaway. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Ich würde dann sagen, das war's für heute. Ja. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video und baut was Schönes. Es muss nicht hier so ein Set sein, dass da hier ja, nur spezielle Leute kriegen oder so. Nein, baut euch einfach sowas nach. Ihr habt doch jede Menge Steine zu Hause. Macht's einfach. Und wenn ihr es gemacht habt, fotografiert das Ding und schickt es uns per E-Mail. Wir würden uns freuen.
Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschöne. Tschüss.